Schönen guten Abend hier aus Wiesbaden. Wurst am laufenden Meter, sowohl zu meiner Linken als auch zu meiner Rechten. 365 Tage im Jahr wird hier produziert, so rum, und 24 Stunden lang, also auch an diesem Montag um 19.46 Uhr. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was das genau bedeutet, Hüllen für Würste wie diese zu produzieren und in welchen Mengen, mal folgendes Beispiel. Wenn Sie all das, was hier produziert würde, in Form von Würstchen aneinander hängen würden, dann kämen Sie damit einmal zum Mond und zurück. 700.000 Kilometer Wursthüllen werden hier in Wiesbaden bei der Firma Kalle produziert. Ein guter Grund für uns zu gucken, warum läuft das hier so erfolgreich und was ist überhaupt das Geheimnis dieser Wursthüllen. Dem wollen wir jetzt gleich zu Beginn mal auf die Spur kommen. Und hier eine erste wichtige Station, was Sie dort sehen, ist ein Glycerinbad. Das soll die Wursthüllen geschmeidig machen. Glycerin hört sich erstmal komisch an, aber kann ich Sie beruhigen, Glycerin ist in jedem natürlichen Fett drin, zum Beispiel auch in Olivenöl. Sehr viel wichtiger aber noch das Ausgangsmaterial, das ist das hier. Ist ein bisschen laut, sonst würden Sie es knistern hören, denn es ist eine Art Papier, gepresst aus den Stauden von Bananensträuchern. Und das ist im Grunde der Grundstoff hierfür, was Sie dann später als Wursthülle zerschneiden. Angefangen bei der Produktion wird etwas weiter hinten. So sieht es dort aus. 200 Tonnen von diesem gepressten Bananenstaudenfasern braucht die Firma Kalle, um die Wursthüllen herzustellen, wie sie brauchen. Und hier ist Walter Niederstädter jetzt bei mir. Wir wollen der Wurst weiter auf der Spur bleiben. Guten Abend, schön, dass wir bei Ihnen sein. Wir freuen uns, dass Sie heute bei Kalle zu Gast sind. Vielen Dank, wir uns auch. So, also wie geht es weiter? Wir haben gesehen, Bananenstaudenfasern, Ausgangsmaterial, Glycerin. Was ist dann das, was schwimmt da drin? Hier wird die Oberfläche der Hülle speziell behandelt, damit die Hülle auch gut schälbar bleibt. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn beim Schälen ein Großteil der Wurst mit abgeht. Okay, da haben Sie recht. Und die nächste wichtige Station, da haben wir mal eine Nebelmaschine mitgebracht, um besser sehen zu können. Sie arbeiten hier auch mit Lasertechnik. Was genau passiert da? Hier setzen wir die modernste Messtechnik ein. Wir messen die Oberflächendurchmesser unserer Hüllen berührungslos, kontinuierlich, um sicherzustellen, dass sie nicht so groß und auch nicht so klein sind. Stellen Sie sich vor, bei einer Pizza muss die Oberflächenbelegung exakt stimmen. Es darf keine Scheibe zu viel sein, keine zu wenig. Da kommt es auf Zehntel Millimeter Präzision an. Damit nichts überlappt. Ja, und damit der Konsument auch genügend Salami auf seiner Pizza hat. Ja. Okay, wenn wir über Aufschwung sprechen, dann scheint mir hier in Ihrer Branche sehr wichtig, dem wollen wir in dieser Woche insgesamt auch nachgehen, dass es da globale Trends gibt, die dafür zuständig sind, die das befeuern. Hier in diesem Fall ist es, so scheint mir, der Fleischkonsum weltweit. Die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat herausgefunden, 2008 wurden rund 280 Millionen Tonnen Fleisch weltweit gegessen. 2050 soll es das Doppelte sein an Menge. 560 Millionen Tonnen Fleisch. Profitieren Sie von diesem Trend? Oder anders gefragt, wie viel Prozent geht in den Export? Von unserem Gesamtumsatz läuft ca. 70% in den Exportmärkten. Natürlich ist unser Heimatmarkt Deutschland unser wichtigster Markt, aber das Wachstum liegt überwiegend in den Exportmärkten. Okay, gehen wir weiter, bleiben wir der Wurst auf der Spur. Wenn man sich hier bei Ihnen so ein bisschen umschaut, hat das mitunter, wenn wir diesen Gang hier nehmen, den Anschein, naja, das könnte auch in einem James-Bond-Film 50er, 60er Jahre eine Rolle gespielt haben. Sie haben aber vorab gesagt, einige Bereiche hier sollen wir nicht filmen, weil da Betriebsgeheimnisse hinterstecken. Wie wichtig ist Technologie hier für Sie? Für uns ist die Technologie ein Schlüsselfaktor für unseren Geschäftserfolg. Und ich bin besonders stolz, dass die gesamte Technologie von unseren Mitarbeitern entwickelt wurde, über Jahre von unserem Expertenteam in Forschung und Produktion, bestehend aus Lebensmitteltechnologen, aus Fleischexperten, Chemikern, Physikern, alle Ingenieurfakultäten sind bei uns vertreten. Und die Anlagen, die Sie hier sehen, können Sie im freien Markt nicht kaufen. Das sind alles Eigenkonstrukte und selbstgebaute Anlagen. Darauf beruht ein Teil unseres
Welterfolgs. Also hier nichts von der Stange. Da haben wir gerade gesehen, da wird offensichtlich schon ein bisschen was gebogen. Was passiert da? Ja, wir bringen die Wursthülle in die gewünschte Form. Es gibt ja allein in Deutschland über 1000 verschiedene Wurstsorten und wir liefern für jede Wurst das richtige Kleid in Aussehen, in Haltbarkeit. Die Frische wird von unserer Hülle bestimmt und natürlich auch die Form. Da wird getestet, da gucken wir jetzt mal hin auf den Test. Beispielsweise eine Kranzwurst, das ist hier eine grobe Mettwurst. Da muss der Krümmungsradius exakt stimmen, damit die Kranzwurst in die entsprechende Vorverpackung hineinpasst. Auf das es später so aussieht. Wir gehen noch mal weiter. Sie sind seit 1997 selbstständig, gehörten früher zur Höchst AG, jetzt in der Hand, wenn man so will, von Heuschrecken allein, privaten Investoren. Es hat Ihnen nicht geschadet, seit 1997 Umsatz vervierfacht, Mitarbeiterzahl verdoppelt. Wo landen Sie mit dem Geschäftsjahr 2010? Was glauben Sie? Ja, nochmal kurzer Rückblick. Der Einstieg von Finanzinvestoren war unser großes Glück, denn damit konnten wir die Potenziale unseres Geschäftes entwickeln und die führende Weltmarktposition erreichen, aufbauend auf Innovation und entsprechenden Investments. 2010? Wir haben in 2009 die Krise mit 3% Wachstum bewältigt und in 2010 bleiben wir auf unserer Erfolgsspur. Wir werden 7-8% Umsatzsteigerung einfahren. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften.